Hier ist Michael. Michael ist 45. Guten Morgen, Michael. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Michael. Warum hast du zum Thema Ekel angerufen? Ist die Leitung okay? Ich verstehe dich sehr gut, ja? Prima. Ja, ich habe angerufen, als ich das Thema Ekel gesehen habe, weil ich halt jetzt seit 5, 6 Jahren etwas mache, was 99 von 100 Leuten sehr ekelt. Nämlich? Ja, ich trinke halt jeden Tag Urin, Eigenurin. Warum machst du das? Ja, das mache ich eigentlich aus Prophylaxegründen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie körperlich krank oder so, sondern habe halt mich viel mit Eigenhaaren, Eigenurintherapie beschäftigt. Ich wollte mal gerade sagen, also mir ist das bekannt, dass man das als alternative Heilmethode verwendet. Zum Beispiel auch in fernöstlichen Ländern, aber in Deutschland hat es auch eine gewisse Verbreitung gefunden durch meine Kollegin Carmen Thomas. Genau, die das ja schon 1986 in ihrem Genau. ersten Buch Ganz. populär gemacht hat. Und die Frau Thomas hat jetzt auch eine Neuauflage von einem Buch jetzt, wo sie diese ganzen Erkenntnisse, was seit diesem ersten Buch alles passiert ist, nochmal zusammengefasst hat. Ich glaube, vielen Leuten ist es dennoch nicht so bekannt und viele, du hast du recht, ekeln sich enorm. Deshalb erklär es mal ein bisschen. Du trinkst morgens also einmal am Tag Eigenurin. Wie ist das? Wie machst du das? Ja, also ich nehme das, was die Frau Thomas auch in ihrem Buch vorschlägt. Also ich nehme die sogenannte Morgenportion aus dem Mittelstrahlurin. Das ist also sehr wichtig, dass man halt eben sich über den Füllzustand der Blase erstmal morgens bewusst wird. Über den Füllzustand der Blase bewusst werden. Ja, das war, also hat man jetzt einen enormen Druck auf der Blase, da ist die Blase jetzt nicht ganz so voll. Es geht also darum, immer gefühlt das erste Drittel etwa von dem Urin abzulassen. Okay. Dann halt das Becherchen oder sonst irgendein Gefäß drunter zu halten, da reinlaufen zu lassen und das letzte Drittel nochmal ablaufen zu lassen. Da hat man den sogenannten Mittelstrahlurin, der sich übrigens auch für medizinische Untersuchungen auch am besten Genau, muss eignet. man beim Arzt auch genauso machen. So, jetzt hast du das in dein Becherchen reinlaufen lassen. Wie viel ist das ungefähr? Tasse, maximal so 100 bis 150 Milliliter Ich sollen habe es sein. gerade vor mir ein Kölschglas, die Größe eines Kölschglases, so die Ja, Hälfte. Kölschglas ist ja eigentlich 0,2, ne? Oder? Ja, glaube ich. Also so viel nicht, oder doch so viel? Doch, der Füllstand, den du jetzt gerade in dem Glas so drin hast, das würde schon reichen für die Morgenportion. Okay, halb voll Kölschglas. Ist immer noch eine ganze Menge. So, jetzt hast du es abgefüllt. Trinkst du es dann sofort? Ja, dann trinke ich das sofort. Das habe ich mir so angewöhnt, dass ich das dann sofort trinke. Also ich halte mir die Nase natürlich dabei zu, weil die Nase ja auch sehr viele Geruchsrezeptoren hat, wo man das Ganze dann auch sehr, also als Geschmack dann wahrnimmt. Aber wenn man die Nase zuhält, dann schmeckt man ja nur noch über die Zunge, also süß, sauer, salzig und bitter. Und dann schmeckt das Ganze einfach nur noch sehr salzig normalerweise, weil es ja der erste Morgenurin dann halt ist. Ekelt es dich denn selbst auch noch? Nee, gar nicht mehr. Das war als ich es angefangen habe, vor 5 Jahren, hat mich es auch geekelt, aber mittlerweile halt gar nicht mehr. Also ich empfehle das ja auch meinen Patienten und die das nicht trinken wollen, denen spritze ich den Urin dann auch. Bist du Arzt? Ja, Heilpraktiker. Ja. Also unter den Ärzten findet man nur selten welche, die das praktizieren. Wobei ich, schau mal eben, das habe ich noch nie gehört, dass man, du spritzt Urin ins Blut. Nee, nicht direkt ins Blut, um Gottes Willen. Das wäre ein Kunstfehler. Das darf man auf gar keinen Fall machen. Also nicht niemals irgendwie Urin intravenös verabreichen, sondern immer nur subkutan, Das. allenfalls intramuskulär, also unter die Haut dann halt Ach meistens. so. So, Ja, welche klar. Wunderwirkungen soll denn nun dieser körpereigene Saft? Man darf ja auch, soll nur den eigenen trinken, nicht den von einem anderen Menschen. Gelesen hast, die empfiehlt also ausdrücklich auch Fremdurin, zum Beispiel von Schwangeren oder von Tieren zum Teil sogar. Ach. Das ist aber jetzt das, was ich jetzt nie praktiziert habe oder für mich selbst auch ablehnen würde. Also ich würde jetzt nie Urin von anderen Personen Welche Heilkräfte, Zauberkräfte, um es mal ein bisschen flapsig auszudrücken, werden aktiviert dadurch? Also das ist wirklich von A bis Z. Also die Eigenhandtherapie hat ein unheimlich breites Indikationsspektrum von A wie Akne oder Arthrose. Auch in der alternativen Tumortherapie kann ein Therapieversuch
Allergien sind ein großes Thema. Dann habe ich sehr viele Rheuma-Patienten, denen das unheimlich gut hilft. Schmerzpatienten in der Schmerztherapie auf jeden Fall auch. Also das ist wirklich von A bis Z. Mhm. Ich muss erzählen, dass ich das auch schon mal versucht habe, vor vielen, vielen Jahren, als das Thema so groß hier in der Öffentlichkeit war. Da habe ich das versucht bei einer Seitenstrangangina. Ja, da kannst du gurgeln. Gurgeln. Nur habe ich wirklich bis zur Verzweiflung gegurgelt mit dem Urin und es hat null geholfen. Geholfen haben die Antibiotika hinterher. Ja gut, das ist auch immer eine Sache der persönlichen Erfahrung. Also es hilft natürlich nicht wie jede Heilmethode, auch nicht bei jedem. Ne? Aber man muss da auch ein bisschen Geduld haben. Das Immunsystem stellt sich dann auch um und passt sich dabei an. Also ich fand das schon erstaunlich, mit welchem Ekel ich das selbst gemacht habe, obwohl das mein eigener Urin war. Die Vorstellung, jetzt auch noch anderen Urin zu trinken, ich glaube, da würde ich meinem Körper mehr schaden, nämlich durch den Ekel, als dass ich ihm helfen könnte. Das ist richtig. Es geht ja hier nur um die Eigenhandtherapie, nicht um die Fremdhand. Ja, genau. Ja, aber selbst da war das ja interessant, dass man selbst vor dem eigenen Urin, oder ich hatte es zumindest, so einen Widerwillen hatte, dass ich, ja, ich habe es gemacht, aber ich habe es nicht gern gemacht. Also bei Kindern kann man es auch so machen, wenn die Eltern mich jetzt bitten, auch so bei ihren Kindern das anzuwenden, dann kann man den Urin auch homöopathisch aufbereiten, ja, also homöopathisch sozusagen verdünnen mit Kochsalzlösung, bestimmten Potenzen, die es ja in der Homöopathie gibt, und dann können die Kinder das auch als Tropfen nehmen. Und die nehmen das auch dankbar an und da hat es natürlich noch weniger Ekelreaktionen. Diese Therapie, wenn ich mich recht erinnere, stammt aus fernen Zeiten, aus fernen Ländern. Stimmt das? Ja, die stammt aus fernen Ländern. Die stammt ursprünglich aus Indien. Ja. Das ist hat die Carmen Thomas auch sehr schön in ihrem Buch oder in ihren neuen Büchern zusammengetragen. Sie war da auch ganz begeistert von dem ehemaligen indischen Ministerpräsidenten. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr. Der halt eben auch dank dieser Methode auch 112 oder 116 Jahre, glaube ich, geworden ist. Mhm. Ja. Warum machst du es vor allen Dingen auch so regelmäßig? Also ich mache es aus Prophylaxegründen einfach. Ne? Um das Immunsystem zu stärken? Ja, vor allen Dingen, also es hat eine ausgeprägte immunstimulierende Wirkung. Und es hat mir auch schon einige Beschwerden, unter denen ich auch selber gelitten habe, also kann natürlich auch jemand sagen, es wäre jetzt Einbildung, aber ich bin ja, seitdem ich das mache, habe ich ja gar keine körperlichen Einschränkungen mehr und fühle mich fit und gesund. Ne? Bist du in einer Beziehung? Ja. Was sagt deine Frau dazu? Also nicht, die ekelt sich sehr davor. Und die will dich bestimmt danach nicht küssen direkt. Nee, das habe ich auch eben schon im Vorgespräch erzählt. Weil die auch schon gesagt hat, ja, wenn ich weiterhin Urin trinken würde, dann könnte sie sich sogar vorstellen, soll ich mir jemand anderen suchen. Oh. Wie lange bist du mit ihr zusammen? Ja, das sind ja schon 7 Jahre. Und war das so ein lockerer Spruch? Oder ernst gemeint? Ja, ich kann es schlecht einschätzen. Also ich denke mal eher ein lockerer Spruch, aber ja, ich weiß es nicht. Also, sie macht es definitiv nicht. Sie hat auch keinen therapeutischen Zugang dazu und glaubt auch nicht an die Heilwirkung oder an die heilenden Kräfte, die im Eigenurin nun mal drinstecken, sondern sie sieht das also rein als Körperausscheidung, die der Körper loswerden will, und als Abfallprodukt. So kann man es ja auch sehen. Was ist denn da Wundersames drin, dass das eine heilende oder immunstimulierende Wirkung hat? Ja, das weiß man bis heute nicht ganz genau. Über 100 verschiedene Substanzen, über 1000 verschiedene Einzelsubstanzen, also Vitamine, Mineralstoffe, dann natürlich Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin, die ganzen Elektrolyte. Also es ist eine Isotherapie, also es ist praktisch eine Spiegelbildtherapie. Man gibt dem Körper genau das zurück, die aktuelle Situation, Krankheitssituation, die er halt eben hat. Und gibt es denn mittlerweile fundierte wissenschaftliche Studien darüber? Ja, das kannst du sehr genau auch bei der Carmen Thomas in dem neuen Buch nachlesen. Ja gut, Carmen Thomas wird das wahrscheinlich so drehen, dass es wissenschaftlich klingt. Aber ist es wirklich wissenschaftlich? Ja, es ist also auch wissenschaftlich untermauert. Es gibt ja auch jetzt eine Forschungsstelle, ich weiß es nicht, in welcher Uni genau, es ist ein Dr. Hobohm, der halt eben sich auch von den Patienten
Patienten oder von den Anwendern halt Fragebögen, die man im Internet auch herunterladen kann. Okay, also da sind Aktivitäten, höre ich, aber die klassische Schulmedizin hat es noch nicht akzeptiert. Nee, die Schulmedizin akzeptiert es auch deshalb, nicht ganz einfach deshalb, wo die Pharmaindustrie, weil einfach kein Geld damit zu verdienen. Ja, das ist oft so. Michael, wenn deine Frau dich vor die Alternative stellen würde, dein Urin oder ich, was würdest du sagen? Also ich würde den Urin auf jeden Fall weiter trinken, ja, aber natürlich so, dass sie nichts davon mitbekommt. Ich würde ihr dann wahrscheinlich sagen, obwohl ich eigentlich nicht gerne lüge, würde ich dann natürlich sagen, also ich trinke den Urin nicht mehr, würde sie in dem Glauben lassen, dass ich den nicht mehr trinke. Ja, das kann man doch auch machen. Morgens kurz vorm Zähneputzen ein Becherchen Urin, runterkippen, Zähneputzen und strahlen zur Ehefrau gehen. Also Zähneputzen löscht den Uringeschmack und den Urinduft sofort. Ja. Aber du trinkst natürlich auch ein bisschen ein Schlückchen Wasser danach. Und weg ist es. Und du sollst natürlich, wenn du das getrunken hast, mindestens eine Stunde nichts essen, weil sonst die positive Wirkung nochmal aufgehoben wird. Ja, das auch noch. Wie kompliziert alles. Du kannst natürlich auch deinen ganzen Tagesurin trinken, wenn du besonders krank bist. Du kannst den Urin auch vergoren trinken. Okay, komm, wir wollen. Du kannst, was auch sehr, sehr hilfreich ist, sind Ganzkörpereinreibungen. Also, ach du lieber Gott, wird ja immer schlimmer. Gut, Michael, es ist ein Ausflug in die Kunde des Urins. Viele finden das ja ekelhaft, aber wie gesagt, viele Leute schwören da auch drauf und es ist eine alte alternative Medizin. Ja, also ich meine, es ist ja auch bei Patienten, die von der Schulmedizin sich sehr enttäuscht fühlen, die so eine Therapiemethode mal versuchen. Und wenn es dann hilft, dann ist es ja auch in Ordnung. Ja, die ihren Ekel dann auch überwinden und erstaunt sind auch über die Heilerfolge, die damit erzielt werden können. Das darf man wirklich nicht kleinreden. Ja. Lieber Michael, danke für deinen Anruf und dass du uns auch davon erzählt hast, so aus deinem Leben und aus deinen Erfahrungen. Vielen Dank. Bitte gerne. Tschüss. Tschüss, Michael.